ganz generell muss man in dieser Krise, es ist ja nicht nur eine Krise, die aus einer wahrgenommenen Krankheit erwächst, sondern es ist ja schon mittlerweile eine Wirtschaftskrise, wo der Einzelhandel gegen die Wand gefahren wird, der Mittelstand, Hunderttausende von Arbeitsplätzen auf der Kippe stehen, wo verfassungswidrige Gesetze von der Bundesregierung erlassen werden. Das wurde ja auch gerade schon, das wurde auch gerade schon beschrieben, wenn ich ausreden darf. Und es ist ganz wichtig, erstmal die Bürger transparent zu informieren. Das hat die Bundesregierung, weil sie gerade auch im Einspieler gesagt haben, Anfang der Krise habe ich nämlich genau das gesagt. Reden wir gleich noch drüber. Ja, also Anna, ganz kurz bei der Frage bleiben, Frau Weichel. Ja, ich würde gerne die Frage noch mal beantwortet haben. Herr Lanz, Sie wissen immer gleich, was ich sagen will. Nee, ich hätte nur gerne eine Antwort auf die Frage. Ich würde nur gerne die AfD-Position da mal kennenlernen. Wir setzen auf Eigenverantwortung, das hatte ich aber gerade schon gesagt. Ja. Die Unternehmen, die sowieso schon unter Druck sind, noch mehr unter Druck zu setzen mit Bürokratie, Administration und noch mehr planwirtschaftlichen Eingriffen, halten wir für einen völlig falschen Weg. Also wenn eine Testpflicht eingeführt würde von der Bundesregierung, also noch mehr Administration, noch mehr Bürokratie, dann soll aber auch bitte der Staat diese Tests bezahlen. Was sollen die Unternehmen denn noch bezahlen? Die Hilfen kommen nicht. Der Einzelhandel ist platt. Die Restaurants machen pleite, Hotels machen pleite. Mhm. Was denn eigentlich noch? Herr Lanz, ich finde, den Bürgern, den Unternehmen, dem Mittelstand, Einzelunternehmern wird sowieso schon viel zu viel zugemutet. Warum hat man nicht von Anfang an gesagt, Maskenpflicht, ne, in geschlossenen Räumen, Desinfektionsmittel. Aber Sie sind auch gegen eine Maskenpflicht, Frau Weidel. Gegen eine generelle Maskenpflicht. Gegen eine generelle Maskenpflicht. Aber Maskenpflicht in geschlossenen Räumen? Die macht doch durchaus Sinn. Okay, das heißt, aber generell da sind Sie ist für, ja, so, ja? Draußen, ja, natürlich, nur draußen. Nur draußen macht die Maske doch überhaupt keinen Sinn, wenn wir jetzt Aerosolforscher uns auch anhören. Ich glaube, der Gerhard Scheuch ist ja einer, der ganz klar sagt, hey, draußen finden überhaupt gar keine Ansteckungen statt. Warum besteht eine Maskenpflicht draußen in der Fußgängerzone, wenn sich die Leute da nicht anstecken? Also dementsprechend doch mehr auf die Klugheit der Bürger setzen und nicht wirklich mit der Holzhammer-Methode wirklich alle überfahren, Freiheitsrechte einschränken, Ausgangssperren. Ich meine, die Leute müssen ja gerade rausgehen. Sie sollten einfach nicht in den geschlossenen Räumen bleiben, sondern sie sollten ja gerade raus. Also das Ganze ist ja auch noch völlig kontraproduktiv. Aber wir stellen uns jetzt ehrlich gesagt alle ein bisschen naiver, als wir sind, ne? Oder? Warum? Warum naiver? Wir sind doch deutlich klüger geworden. Also wenn man sich die Kurven zum Beispiel aus Hamburg mal anschaut, die Ausgangssperren, das funktioniert ganz eindeutig. Es gibt ganz eindeutig belegten Zusammenhang, also zumindest stellt sich das für mich so dar. Ulis, vielleicht können wir uns das auch mal kurz anschauen. Was sagen Sie zu dieser Kurve? Aber nur ganz kurz, da sind wir ganz schnell beim statistischen Thema der Scheinkorrelation. Sie stellen hier gerade einen Zusammenhang, eine Korrelation her zwischen Ausgangssperren und hier dem Rückgang des Inzidenzwertes, eine Scheinkorrelation. Also die Ausgangssperren hängen 100%. Wie kommen Sie darauf? Ja, wie kommen Sie darauf, dass es zusammenhängt? Ich habe ja gerade gesagt, nicht sicher, aber ich vermute das, habe ich gerade gesagt. Sie haben nicht gesagt, dass Sie sich sicher sind, dass es so ist. Ne? Also darum sage ich, dass es überspitzt gegenteilig. Also wir haben es hier, wir können grundsätzlich haben wir ein Zahlen-Daten-Fakten-Problem. So, das heißt, wir haben eigentlich grundsätzlich überhaupt gar keine Nachweise und Beweise, wo eigentlich das Infektionsgeschehen stattfindet. Wo sind die Beweise, dass das Infektionsgeschehen beispielsweise in Hotels und Restaurants stattfindet? Genau die Branche, die letztes Jahr total viel investiert hat und jetzt völlig gegen die Wand gefahren wird. Wo sind die Nachweise? Ich habe sie nicht gesehen. Sie? Das kritisieren Sie zu Recht, dieses sogenannte diffuse Infektionsgeschehen. Absolut. Das macht Herr Wissing ja auch, haben Sie auch recht. Trotzdem, Herr Ulrichs, wenn wir doch in der Situation sind, wir können ja hätte Fahrradkette. Wie interpretieren Sie diese Kurve, zum Beispiel hier aus Hamburg? Und ist es ein Argument zu sagen, okay, wir wissen gar nicht, wo die Infektionen stattfinden und deswegen tun wir eigentlich, so verstehe ich Sie, im Grunde gar nichts. Also wenn man, das ist ja die Konsequenz daraus. Genau, wenn man also gar nichts tut, das haben wir ja eine Weile ausprobiert, dann ist das überhaupt keine Option, dann freut sich nur das Virus. Und ich glaube, mit Zahlen, Daten, Fakten, da hat Ihre Partei, glaube ich, auch so ein bisschen ein Problem, was also die Corona-Pandemie angeht. Also insgesamt muss man einfach mal sagen, Scheinkorrelation ist Scheinkorrelation. Darf ich bitte ausreden?
Ja, aber ich stelle die Frage. Bitte? Sie haben gerade eine Behauptung aufgestellt. Ja, nee, Sie haben eine Behauptung aufgestellt. Also, Sie? Wenn ich davon ausgehe, Frau Weiden, Entschuldigung, bitte komm, lass uns nicht hier diese Schärfe. Bitte komm. Ist alles gut. Okay. Nein, aber die Behauptung, das sei eine Scheinkorrelation, die kam gerade von Ihnen. Ich würde gerne von Herrn Ulrichs wissen, kann man das so sagen? Also hat sie möglicherweise recht oder gibt es da eine Korrelation? Das ist einfach nur eine Frage. Ja. Also eine Korrelation ist erstmal eine Korrelation. Das ist etwas, was man beobachten kann, was in zeitlichem Zusammenhang mit einer Maßnahme steht. So, und da wir in Hamburg, aber auch in vielen anderen Ländern auch, ja sehr viele Maßnahmen miteinander kombiniert haben, Frankreich zum Beispiel, auch in Großbritannien der Lockdown, der dann zum Teil mit Ausgangssperren, zum Teil ohne gemacht worden ist, da ist es dann schwierig, das auf eine einzelne Maßnahme zurückzuführen, was denn nur die Einzelwirkung ist. Aber Simulationen und auch die Erfahrungswerte in vielen Ländern zeigen, dass ein Lockdown kombiniert mit einer Ausgangssperre sehr effektiv sein kann. In Kanada zum Beispiel hat man auf die Sommerzeit umgestellt und hatte dann plötzlich einen anderen Beginn der Ausgangssperre und hat dann tatsächlich festgestellt, dass das schon eine Auswirkung hatte. Also so viel zur Korrelation. Und das andere ist dann eben, dass man da, wo man tatsächlich eine Lockdown-Situation wirklich entschieden machen möchte, für dass man möglichst schnell wieder vor die Lage kommt, ist eben die Kombination mit einer Ausgangssperre sehr sinnvoll. Und das zeigen eben auch Simulationen. Also für Populationen, wo man das einfach mal durchgerechnet hat, dass das eben ziemlich genau passt. Überzeugt Sie diese Kurve da im Hintergrund? Ich würde super gerne jetzt eine Frage stellen. Ja, bitte, machen Sie. Und zwar wirklich jetzt noch mal eine Frage an Sie. Ich weiß nicht ganz, wo sich die Leute zwischen 22 Uhr abends und 5 Uhr morgens anstecken sollen. Inwiefern das auf dieses Infektionsgeschehen überhaupt eine Auswirkung hat. Und dann vielleicht können wir auch noch mal darüber reden, was eigentlich eine Inzidenz von 100 auf 100.000 eigentlich bedeutet. Also 100 auf 100.000, das sind wie viel? 0,001%. Das ist nicht mal ein Zehntel, nicht mal ein Hundert, nicht mal ein Tausendsten Prozent. Sehen Sie, genau das meinte ich, indem ich gesagt habe, Sie hatten wohl ein kleines Problem mit Zahlen. Wo können sich denn die Leute anstecken zwischen 22 Uhr und 5? Soll ich es Ihnen beantworten? Gerne. Gut. Also zunächst mal das mit der Ausgangssperre. Das ist eine Sache, die natürlich nichts zu tun hat mit sich an der frischen Luft aufhalten. Sondern es geht darum, dass man verhindern möchte, dass Menschen, wenn Menschen rausgehen, woanders wieder reingehen. Und sich mit anderen Menschen, die nicht ihrer Gruppe angehören, ihrem Haushalt etc., treffen. Und das kann man tatsächlich mit einer Ausgangssperre ziemlich gut verhindern. Dass wir sie auf 22 Uhr gelegt haben, okay, aber natürlich ist es ja auch noch 21 Uhr. Ja, und da sieht man es dann etwas besser. Also das ist eine Sache, die gar nichts mit Aerosol draußen zu tun hat, sondern wo tatsächlich diese Idee dahinter steckt, dass man eben wieder in Innenräumen zusammenkommt. Das möchte man verhindern. Und dass sich draußen in der frischen Luft aufhalten, da haben die Aerosolforscher völlig recht. Das ist eine Sache, die auf jeden Fall eine gute Sache ist. Und das wird uns jetzt auch helfen, im Frühling, im Sommer die Zahlen insgesamt nach unten zu bringen. Ganz klare Sache. So, jetzt zu den Zahlen. Wenn ich von Neuinfizierten spreche pro 100.000 der Bevölkerung, dann ist das eine Zahl, eine Inzidenz. Also wie viele kommen pro Zeiteinheit, pro Tag hinzu? Und man kann dann noch sich angucken, wie viele habe ich denn, die gerade aktuell infiziert sind? Und dann davon, wie viele haben Covid-19? Und dann wiederum, wie hoch der Anteil ist für die, die dann ins Krankenhaus eingewiesen werden müssen, mit einer mittleren oder schweren Verlaufsform von Covid-19 bis hin zur Intensivstation. Das kann man sehr gut miteinander korrelieren. Wenn Sie jetzt hergehen und sagen, das sind ja nur 0, irgendwas Prozent, dann ist das auf jeden Fall aber diese 100 oder 200 oder 100, wie viel haben wir jetzt, 50, ist ziemlich gut korreliert mit einem Anteil dieser Menschen, die dann eben intensivpflichtig behandelt werden müssen. Und was wir ja verhindern wollen, ist eine Überlastung des Gesundheitswesens. Deswegen ist es nicht zulässig, einfach zu sagen, das sind ja so kleine Prozentzahlen oder auch, was Sie wohl an anderer Stelle gesagt haben, mit der Infektionsmortalität, der Fallmortalität und so weiter und dann auch noch bezogen das Ganze auf die Gesamtbevölkerung und so. Das ist eine verzerrte Darstellung von Zusammenhängen und das ist nicht zulässig. Wenn man Dinge miteinander vergleichen möchte, muss man schon ähnliche und gleiche Bezugsgrößen nehmen. Und indem wir uns hier diese Dynamik angucken, ob diese neuinfizierten Zahlen zunehmen oder abnehmen,
können wir einen mittelbaren Einblick gewinnen in die Dynamik der Virusausbreitung. Und im Augenblick sehen wir glücklicherweise, dass das langsam zurückgeht. Mhm. Und da wir immer die gleiche Betrachtung anlegen, nämlich um diese Neuinfizierten zu bestimmen, also wie viele eben als positiv Getestete dann eben nachgewiesenermaßen eine Coronavirus-Infektion haben, das wird ja auch von den Corona-Leugnern, deren politischer Arm ihrer Partei ist, ja auch bestritten, dass das so sei. Da kann man dann schon sehr schön sehen. Sie, also Corona-Leugner und der politische Arm, also das weiß ich sehr weit von mir. Wenn wir die Maßnahmen der Bundesregierung die Querdenker kritisieren, sind nicht, Sie sind nicht der politische Arm sozusagen der Querdenkerbewegung? Wir haben als Partei und mit denen nichts zu tun? Auch als Fraktion mit den Querdenkern gar nichts zu tun. Warum sagt der Herr Urban, Ihr Vorsitzender aus Dresden, das sind unsere Partner? Warum, wie kommt der zu einer ganz anderen Bewertung? Das verstehe ich jetzt nicht. Das muss Herr Urban für sich bewerten. Aber der ist schon in Ihrer Partei. Der ist schon in unserer Partei. Es sind auch viele Abgeordnete. Und interessiert Sie das nicht, warum der das sagt? Doch, Moment, Herr Lanz. Ich würde es ja gerne beantworten. Ja. Und zwar, es sind ja auch viele Abgeordnete von uns zu diesen Querdenker-Demos gegangen. Die erste Demo, die ist letztes Jahr im August gewesen. Da waren, glaube ich, rund 40 Abgeordnete aus unserer Fraktion waren vor dem Brandenburger Tor. Und ich fand das auch gut. Warum? Weil man sich mit diesen Meinungen auseinandersetzen muss. Und die Abgeordneten nehmen dann ihren Mandatsauftrag extrem ernst. Sie gehen dahin auf eine Demo und erkundigen sich, was eigentlich die Belange dieser Bürger sind, die wirklich auf die Straße gehen. Die haben ja auch ein Anliegen. Und das würde ich mir im Übrigen auch von anderen Abgeordneten anderer Fraktionen auch mal wünschen, dass sie sich mit den Menschen, die ihr freies, demokratisches Demonstrationsrecht wahrnehmen, dürfen sie ja auch dann auch unterhalten und die Fragen stellen und das einfach auch mit ins Parlament reintragen, halte ich für unwahrscheinlich wichtig. Und das ganz schlimme Bild, was ich mir dargestellt habe, das hat sich so eingebrannt. Das können Sie sich nicht vorstellen. Wo ich mir gedacht habe, wo sind wir eigentlich angekommen? Das war am 18. November letzten Jahres, als das Infektionsschutzgesetz verabschiedet wurde. Da waren ganz friedliche Bürger mit einem Gandhi-Schild vor dem Bundestag. Und urplötzlich fing dann die Polizei an, mit den Wasserwerfern reinzugehen und wirklich in diese Demonstration rein, wo wirklich nur Leute aus der bürgerlichen Mitte mehrheitlich gewesen sind. Das sind Bilder, die sich mir so eingeprägt und eingebrannt haben, wo ich mir nur gedacht habe, so geht man jetzt mit dem bürgerlichen Protest rum. Und die Leute dürfen ihre Meinung haben. Wir sind in einer Demokratie. Das muss doch eine Demokratie aushalten. Ja, ich habe da gleich noch eine Frage zu, Frau Müller. Ja, also sehen Sie auch so? Also welche Verbindung gibt es sozusagen zwischen der Querdenkerbewegung, die ja wirklich tief rein, da hat ja Frau Weidel recht, ins bürgerliche Lager geht und auch der AfD? Wird da gefischt oder wird da nicht gefischt? Ach, da wird nicht nur gefischt, da wird richtig geschmust. Also das ist einfach schön, wie man das jetzt gerade bei Ihnen erleben konnte, wie Sie das so schön geredet haben und bürgerliche Mitte und mehrheitlich bürgerlich. Also ich war vor Ort. Und zwar nicht, also Ihre Abgeordneten, Entschuldigung, die sind da nicht gewesen, um sich sozusagen im Rahmen ihres Mandats mal zu informieren, sondern die haben da mitgemacht und die haben diese Bilder stolz geteilt. Und die gehen ja auch nicht zu irgendwelchen linken Demos, um sich da mal ein Bild von zu machen, sondern das ist schon ein Aneignen dieser Bewegung. Die linken und Demos sind ja auch gewalttätig, die ja nicht. Ach so. Die nicht? Frau Weidel, Entschuldigung. Frau Weidel, ich hab die ersten Mai-Demos. Schmalkalden sagt Ihnen was? Aber die 1. Mai-Demo jetzt gerade? Nein, also wir gehen auch nicht zu den linken Demos. Schmalkalden sagt Ihnen was? Weil Sie sagen gewalttätig. Lass uns einmal kurz reingucken. Ich habe da gleich noch eine Frage dazu. Können wir uns das einmal bitte aus der Regie mal zuspielen lassen? Das sind Bilder aus Schmalkalden und da sehen Sie das hier. Vielleicht schauen wir noch mal kurz gemeinsam drauf. Also eine sogenannte Querdenker-Demo und dann kommt es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei. Ja. Sogenannte Spaziergänger, ne? Wie es dann in diesem Duktus immer heißt. Ja, das ist die bürgerliche Mitte, von der Frau Weidel spricht. Mhm. Regelmäßig werden ja auch Pressevertreter angegriffen. Mhm. Ja, da werden Polizeibeamte angegriffen, massiv angegriffen. Frau Weidel, was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Ich meine, wenn Sie sehen, wie sich sozusagen diese bürgerliche Mitte. Und das will ich gar nicht bestreiten und auch in Abrede stellen. Aber ehrlich gesagt ist genau das der Punkt, der mir auch Sorge macht. Wenn ich das sehe, wie sich da Leute innerhalb kürzester Zeit so radikalisiert haben, dass es dann zu solchen Auseinandersetzungen kommt. Das macht Ihnen keine Sorge? Also
Erstens nutzen Sie jetzt wirklich dieses Material, um diese gesamte Querdenkerbewegung in eine gewalttätige Ecke hineinzustellen. Sie haben gerade gesagt, es gibt keine Gewalt. Also, Sie haben gerade gesagt, links gibt es immer die Gewalt, aber bei den Querdenkern gibt es nicht. 1. Mai-Demo in Berlin, was da aber gut, was nein, da ist aber gar nicht unser Thema. Genau. Nur für solche Wirrköpfe und Extremisten, ja, es ist ja gerade eine extreme Auseinandersetzung gewesen, geht natürlich überhaupt nicht. Aber Wirrköpfe, ne, auch so Leute, die da vielleicht mit Regenschirm rumlaufen, Wirrköpfe? Muss eine Demokratie aushalten. Und Extremisten und Gewalttäter, dafür sind Gerichte zuständig und die Polizei. Ganz einfach. Aber was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie das sehen? Die AfD wird doch häufig auch von Polizeibeamten geschützt. Sie auch. Sie bedanken sich ja häufig bei Veranstaltungen, bei Polizeibeamten. Immer. Genau. Ich bedanke mich immer. Und die werden jetzt von Klientel, die zumindest Ihnen sehr nahe ist, auf die Art und Weise angegriffen. Das kann ich aber gerade gesagt, dass sowas überhaupt gar nicht geht. Aber man kennt auch den Kontext nicht. Ich will das überhaupt gar nicht verteidigen. Sowas ist nicht verteidigungsfähig, wenn man die Ordnungshüter angreift. Wir sind da gerade lediglich darauf gekommen, weil es ja um die 1. Mai-Demos ging. Und da können wir, weil Sie gesagt haben, wir würden ja auch nicht zu linken Demos gehen. Ja, warum wohl nicht? Nein, Sie haben behauptet, dass Ihre Abgeordneten dorthin gehen, zu diesen Querdenken-Demos, um sich zu informieren und die Meinung der Bürger mitzubekommen. Natürlich. Nein, Sie sympathisieren ganz klar damit. Sie rufen dazu auf, Sie fordern auf, Abgeordnete anderer Parteien und Fraktionen mit E-Mails zuzuschütten. Sie sind ja Fraktionschefin. Was macht denn Ihr MdB aus Ihrer Partei, aus Ihrer Fraktion mit einem Querdenken-T-Shirt im Bundestag, wo man eigentlich keine politische Botschaft machen darf? Was machen denn Ihre Parteikollegen und Fraktionskollegen, wenn Sie Leute einschleusen in den Bundestag? Was kriegen die dann als Strafe von Ihnen? Ein bisschen Rederechtentzug. Das ist doch nicht keine Distanzierung, im Gegenteil. Und ich habe mir den Parteitag ja auch angeguckt, wo Sie auf der Bühne saßen. Da gab es immer wieder Solidaritätsbekundungen. Sie wissen genau, was mit Herrn Meuthen passiert ist, als er sich gegen sozusagen die Wirrköpfe der Querdenkenbewegung ausgesprochen hat, was er am nächsten Tag direkt wieder zurückgenommen hat. Das war beim vorletzten Parteitag, da hat Herr Meuthen eine Brandrede gehalten, hat gesagt, also mit den ganz Extremen will er nichts zu tun haben, mit den Verschwörungsleugnern, Ideologen. Und hat das dann am nächsten Tag direkt wieder eingeschränkt, weil der Gegenwind vom Parteitag und aus der Partei so groß war, weil man eben ganz klar auf der Bühne immer wieder gesagt hat, das sind unsere Leute, wir wollen mit denen auf die Straße gehen. Und das ist immer schon Strategie der AfD gewesen, eben Bewegungen der Straße mitzunehmen und sich eben als parlamentarischer Arm zu inszenieren und der zu sein. Und das ist auch bei Querdenken in großen Teilen so. Und Sie wissen, dass Sie haben das am eigenen Hals, Leib erlebt. Vielen Dank. Mhm. Dass nämlich Sie Ihre ganze Position ändern mussten, und zwar innerhalb weniger Wochen. Sie haben im März zu Recht zu Herrn Spahn gesagt, Sie machen zu wenig, was Corona angeht, letzten Jahres. Innerhalb von 4 Wochen wollten Sie die Wirtschaft sofort wieder komplett öffnen. Und noch wenige Wochen später standen Sie selbst bei so einer Demo ohne Maske und haben eine Rede gehalten. Das ist wie kam es zu diesem Sinneswandel, Frau Weidel? Im Mai, bei einer AfD-Demo, wo es auch um Corona ging in Stuttgart. Wie kam es zu diesem Sinneswandel, Frau Weidel? Wie erklären Sie diesen Sinneswandel? Das ist mir auch aufgefallen. Im März haben Sie noch sehr klar sozusagen die Bundesregierung in die Pflicht genommen und gesagt, Freunde, es geht so nicht. Ja. Ihr lasst das Ding einfach reinlaufen ins Land, guckt tatenlos zu. Ab wann war das Virus für Sie nicht mehr so gefährlich? Oder ist das Virus gefährlich für Sie? Wo die Zahlen, Daten, Fakten auf dem Tisch lagen. Wir wussten Ansteckungsrate, Mortalität, Risikogruppen. Es hat sich dann ja über die nächsten Woche ab März hat sich das ergeben. Im Sommer wussten wir das ja sowieso, für wen dieses Virus gefährlich ist. Da kamen ja die ersten Zahlen auch rein, und zwar für ältere Menschen und Risikogruppen, Herz-Kreislauf-Erkrankte. Für die ist dieses Virus zweifelsohne gefährlich. Und das kann man auch nicht leugnen. Und darum verbitte ich mir, dass unsere Partei in irgendeiner Form der politische Arm von Corona-Leugnern ist. Das sind wir nämlich definitiv nicht. Wir sind nämlich das Gegenteil. Aber es gibt schon Leute, was ist das für eine Maske zum Beispiel hier? Wir sind die Partei. Wie finden Sie diese Maske? Zur Garantie der Grundrechte. Sie wissen, wer das ist, ne? Das ist ein Abgeordneter von uns. Und ich habe das auch intern verlautbart, dass ich diese Aktion für extrem unglücklich fand. Denn der Herr ist ein Risikopatient. Ja. Das sieht man, nicht wahr?
Und der ist dann nachher Intensivpatient gewesen. Richtig. Und das heißt, wir müssen als Politiker mit einem guten Beispiel vorangehen. Und ich habe nur bei diesem Ding... Moment, bitte. Nein, das ist einfach eine Lüge. Also wenn ich jetzt... Das ist ein hartes Geschütz. Ja. Wenn ich mir das anschaue, und das habe ich damals auch gesagt, hoffentlich wurde niemand anderes angesteckt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich konnte das nicht verstehen. Ja, diese Aktion kann ich nicht verstehen. War nicht der Einzige, ne? Weil wir haben einen Wählerauftrag und wir müssen auch als gutes Beispiel voranschreiten. Okay. Und dass es dann natürlich auch bei uns um streitbare Positionen geht, das ist auch völlig in Ordnung. Und dass ich damit nicht einverstanden war, das weiß aber auch jeder. Frau Müller. Frau Weidel, ich glaube Ihnen persönlich, dass Sie das für eine schlechte Aktion halten und dass Sie persönlich auch anders mit Corona umgehen. Aber Sie sind Fraktionschefin und all Ihre Kollegen schütteln sich weiter in die Hand, stehen eng an eng. Sie geben selber Statements mit Ihren Kollegen eng an eng. Fahren in Fahrstühlen ohne Maske demonstrativ im Bundestag zum Beispiel. Wer denn? Jens Spahn auch. Der ohne Maske auch. Im Bundestag das ist demonstrativ? Ein Jahr Nein. Her ja, ja, also und so weiter. Aber gibt es, doch das, Sie können große doch jetzt Foto. Nicht ja. immer so tun, als seien das alles Einzelfälle. Ihre Fraktion und auch in Ihrer Partei und auf Kommunalebene und sonstiges machen diese Symbolaktionen immer am deutlichsten von allen Parteien. Das ist doch kein Zufall. Und Sie handeln nicht als Fraktionschefin. Es tut mir leid, jemand, der Leute in den Bundestag einschleust und andere Abgeordnete belästigen lässt, dadurch quasi, dass der nur Rederecht für zwei Wochen hat. Das ist doch keine Strafe, das ist doch keine Sanktion. Erstens, jetzt, wo dieses Bild hier eingeblendet wird im Bundestag, ist die Maskenpflicht nicht gegeben, wenn man sich gesetzt hat und der Sicherheitsabstand eingehalten wird. Das sehen Sie da, dass wir das da eben auch sehr schön machen. Jetzt noch mal zu diesem Vorwurf der Einschleusung. Die Leute, die unsere Abgeordneten dort mitgebracht haben, waren nicht eingeschleust, sondern sie waren ganz normal angemeldet. Ja. So, ich meine, da muss man nicht von Einschleusen reden. Und Greenpeace hat sie. Wie fanden Sie denn die Aktion, Frau Weidel, ganz grundsätzlich? Wie fanden Sie diese Aktion, jemanden wie Altmaier zum Beispiel da so unter Druck zu setzen mit Kameras in? Nein, das geht doch gar nicht, sowas. Nein, das geht ja, gar nicht. Dann ist die Aktion wieder zwei Wochen kein Rederecht. Das ist doch nein, das waren deutlich mehr Wochen. Und vor allen Dingen, die haben auch noch andere Sanktionen bekommen. Wir klären das aber alles immer intern. Und das haben die schon gespürt. Welche Sanktionen? Was haben die zu? Mehrere Wochen Redeverbot und auch Auftrittsverbot bei Bürgerdialogen. Das haben wir alles gemacht. Und vor allen Dingen haben wir uns dafür auch, wir als Fraktionsvorsitzende, das haben Sie ja auch gerade angesprochen, dass ich auch Fraktionschefin bin, haben wir uns dafür ja auch entschuldigt öffentlich. Herr Gauland und ich, wir haben uns entschuldigt für diese Aktion. Frau Weidel, trotzdem noch mal diese Kehrtwende, was die Zahlen angeht. Also Sie haben gerade sehr, es war ein leidenschaftliches Plädoyer sozusagen dafür, diese Krankheit ernst zu nehmen, was Sie vorhin gerade gemacht haben. Haben Sie Angst vor dieser Krankheit? Würden Sie sich impfen lassen? Sind Sie geimpft? Ich bin nicht geimpft. Würden Sie? Weil ich nicht zur Risikogruppe gehöre. Wir haben ein Beschaffungsproblem. Ich würde es für ein völlig falsches Signal halten, wenn ich mich jetzt zu diesem Zeitpunkt impfen lassen würde. Aber irgendwann werden Sie sich impfen lassen? Irgendwann denke ich darüber nach. Ja, irgendwann denke ich darüber nach, wenn genügend Impfstoff für die Risikogruppen beschafft ist und sich auch jeder freiwillig hat impfen können. Aber die Betonung ist auf der Freiwilligkeit. Wir dürfen die Menschen nicht zwingen, sich zu impfen. Ja, Sie schütteln gerade im Kopf, genau das wird ja gerade diskutiert. Und auch die FDP hat ja auch eine Verfassungs... Aber den Eindruck zu erwecken, finde ich schwierig. Den Eindruck zu erwecken, Sie haben recht, das ist der Sound, der gerade so rumgeht. Aber das finde ich fatal. Es gibt in diesem Land keine Impfpflicht. Das muss man doch den Leuten mal klipp und klar sagen. Es gibt keine Impfpflicht. Man kann Leute nur überzeugen. Ja, aber das Gefühl, das ständig so entsteht, ist, da gibt es ein großes Interesse, so eine Impfpflicht durch die Hintertür. Das sind so Begriffe, die ich immer wieder höre. Ja, aber das ist so. Also, an welchem Punkt ist das so? Ich sehe das völlig anders als Sie, Herr Lanz. Es ist eine implizite, eine de facto Impfpflicht, indem Sie Nicht-Geimpfte von bestimmten Tätigkeiten ausschließen. Zum Beispiel Teilnahme an Veranstaltungen, Reisetätigkeit. Und das gibt es ja noch gar nicht, ne? Das wird ja gerade diskutiert. Das wird ja diskutiert. Es wird diskutiert. Ja. Wir sollten nicht so tun, als gäbe es das schon. Ne? Ich bin ja mal gespannt.